Hier. Perfekt. So, moin Jungs, ich habe eine neue App gefunden. Die heißt Minicraft. Und es gibt ja sehr viele Fakes von Minecraft, die kostenlos sind. Aber dieses Minicraft ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Ach, wir gucken uns jetzt mal die App gemeinsam an. Man sieht, ich habe schon zwei, ja, der Welt gemacht. Wir gehen mal hier rein in die Creative Welt. Oh, weg. Ist gerade Bug. Das ist das einzige Schlimme an diesem Spiel. Bug manchmal. Hier, eine Kuh. Man kann schon sehen, was für Texturen die hat. Also die hat die richtigen Texturen von Minecraft. Ja, so ähnlich. Die Blöcke und Feuerzeug und so ein Teil ist zwar jetzt nicht das Beste, aber ja, es ist geil. Das Spiel macht schon Spaß. Übrigens auf Creative. Moin Jungs. Olaf, mein Name. Oh, Edgar. Moin Edgar. Und dieses Wagen. Am Anfang hat es noch nicht so bei mir gebackt. Ich weiß gerade nicht, was das Problem ist. Dann daran liegen, dass schon so viele Apps auf dem Teil drauf sind. Unmöglich. Okay, jetzt habt ihr dieses Minicraft gesehen. Falls es euch gefällt, ja, das ist ein Bericht. Falls es euch gefällt, dann schreibt in die Kommentare. Wir spielen jetzt noch ein anderes Spiel. Das ich jetzt gleich reinpacken werde. So, ihr könnt jetzt auch erkennen, was es für ein Spiel ist. Manchmal stimmt das. So. Okay. Mal gespielt auf dem Handy, habe es dann aber wieder gelöscht. Aber ich kenne gar nichts mehr. Ich habe so langsam Bock, daraus jetzt ein Let's Play zu machen. Okay. Ich aus dem Gefängnis zu holen war kein leichter Gefallen. Bock. Vielen Dank, ich weiß das zu schätzen. Das habe ich nicht aus Mitleid getan. Um es kurz zu machen, du schuldest mir was. Das habe ich nicht aus Mitleid getan. Und es kurz zu machen, du schuldest mir was. Da vorne ist ein unbewohntes Haus. Geh hinein und schnapp dir den Gegenstand, der sich darin befindet. Okay. Also ich mache das aber auch so, ich werde immer alles durchlesen, ich werde euch so ein paar Sekunden durchlesen und dann könnt ihr es selber gucken. Selbst für euch durchlesen. So, zum Beispiel jetzt. Ich habe keinen Bock, 10.000 Jahre irgendwas vorzulesen. Und so langsam, wie ich das lesen kann. Ach. Das liebe ich. Und dann werden die Parts 10 Minuten lang. Und die Hälfte besteht nur aus Lesen. Der größte Teil hier ist eh. Das brauche ich eh nicht zu lesen, den größten Teil. Was holen wir uns? Ausdauer. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich zocke es jetzt komplett blind. Aber wir machen Let's Play draus. Niemand zu Hause.
Aber du kommst wie sonst was. Ach, das sind noch so leichte Level, darauf habe ich gar keinen Bock auf diese leichten Level. Ich werde mal überspringen. Für euch. So, das nächste Level war eh. Ich hätte eigentlich gleich einen Tag machen sollen. Obwohl doch, weil. Werbung gekommen. Oma zu Hause. Ich ganz gut. Ich muss aber die ganze Zeit haben. Ich hab mich nicht mehr. Oh Mann, ich soll das eigentlich ohne Entdecken machen. Oh Junge, so unnötig. Oh Gott. Damals so unnötig. Leicht. Was heißt denn bitte Kinder? Ich hab gerade eben schon verkackt, du Idiot. Weil auch nur ich das schaff. Junge. Wieder die Oma. Und da drüben. Ja, push auf dem Fenster. Oh, komm mal. Guck so, 1-2 Level können wir spielen, dann ist die Aufnahme auf 10 Minuten. Wir werden. Und es kommt. Lil. Oh, ich bin mit dem Beutel verpasst. Oh. Ja, okay, dann wird die Aufnahme hat eben ein bisschen länger. Was ist das denn?
Aber interessiert mich an. Wenn es euch gefällt, gefällt es euch. Wieso klagt man über Post? Wieso klagt man über ein Lexikon? Wenn man eh der größte Idiot ist, wer fehlt es dann bitte? Ein scheiß Lexikon. Zeitung von gestern. Auch so ein bisschen cool einbringen. Ja, normal. Nur weh, du kommst da rein. Scheiße. Wir warten jetzt mal, bis der Typ weg ist. Jo. Das ja, komm, wir jetzt mal schneller. Du läufst auch halt wie eine Oma. Ah, das ist perfekt. Komm. Ich weiß nicht, was hier auch gemacht wird. So, ich würde mal sagen, das war's mit dieser Folge. Vielleicht auch mit dem Spiel, falls es euch nicht gefällt. Ja, lasst mal gerne ein Like da. Und ein Abo, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, ist auch egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao!